Hallo, ich begrüße euch heute mal wieder bei Schmitz Reisemobile. Heute haben wir hier einen wunderschönen Carthago Schick C-Liner stehen und in den haben wir einiges eingebaut. Einen Multiplus von Victron Energy. Wir haben einen 50 Ampere Ladebooster zusätzlich zum vorhandenen Booster eingebaut. Wir haben von Selfsat eine 5G Internetantenne eingebaut. Dann haben wir den Schwerlastauszug Ballast einmal ins Heck mit drei Ebenen eingebaut. Wir haben aber auch noch im Doppelboden nochmal ganz versteckt einen Ballast mit eingebaut. Und das schöne System zeigen wir euch heute. Hier haben wir den schönen Schwerlastauszug Ballast mit drei Ebenen und der coolen Einhandbedienung. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach 1,20 Meter die Ebenen herausziehen. Der Auszug wird, wie ich das ja schon oft erwähnt habe, maßlich genau angepasst. Das heißt, hier der Kunde möchte jetzt nur Euro-Normboxen, die 30 x 40 cm lang sind, hier mit reinstellen. Und so könnt ihr das also mit rausziehen. Ist ein schöner Boden mit drin, falls mal was aus den Kisten herausfällt, dass das nicht unten irgendwo in der Garage verschwindet. Und so haben wir das ganze schöne System hier sauber angepasst und in das Fahrzeug nach Kundenwunsch mit eingebaut. Des Weiteren haben wir hier hinten, Carthago hat ja immer die Elektrik hier hinten. Hier seht ihr auch ein Original-Schaut-Booster, der aber original vom Werk ab nur 25 Ampere bringt. Der war übrigens auch noch komplett falsch angeschlossen, der hat überhaupt gar nicht richtig gearbeitet. Das haben wir einmal gemacht und haben dazu parallel nochmal einen von Voltronic zugesetzt mit 50 Ampere. Das heißt, wir kommen jetzt hier locker auf eine Ladeleistung so um die 70 Ampere und damit können wir die Lithiumbatterien, die ab Werk eingebaut waren, sehr gut und sehr schnell schön laden. Im Doppelboden, das ist ja so ein Bereich beim Carthago, den kannst du ja überhaupt nicht nützen. Und hier haben wir noch einen kleinen Ballast noch mal eingebaut mit nur einer Ebene, wo ich aber auch dann wieder 1,20 Meter herausziehen kann und kann die Sachen aus dem Doppelboden hervorragend herausnehmen. Des Weiteren seht ihr das kleine blaue Kästchen hier. Das ist der Multiplus 2 von Victron Energy hier. Den haben wir auch ganz schön pfiffig eingebaut. Insofern, wie ihr eben gesehen habt, sitzt die Elektrik beim Carthago hinten, die Batterien vorne. Das ist aber für so ein Multiplus ziemlich blöd und unglücklich gelöst, weil hier müssen ja richtig dicke, fette Kabel rüber zur Batterie gehen. Also haben wir den in die Nähe der Batterie gesetzt, haben hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, sauber unsere Schreinerjungs haben hier ein komplettes Haltebrett gebaut, wo also der wirklich richtig stabil mit dran sitzt, der Multiplus. Und der Multiplus hat halt, wie gesagt, mehr Leistung wie der originale Wechselrichter, der in Carthago mit einbaut. Hier können wir 2,4 kW Dauerleistung drüber laufen lassen. Das heißt, hier ist selbst die neue Dometic Klimaanlage mit angeschlossen an den Multiplus. Des Weiteren hat sie eine Landstromerkennung und eine Landstrombegrenzung. Und was das heißt, zeige ich euch jetzt. Wir gehen mal rein an das Bedienteil und dann erkläre ich mal die zwei Begriffe. Hier seht ihr jetzt das Bedienteil von dem Wechselrichter, von dem Victron. Das ist jetzt das einfache Multicontrol. Man kann das auch über ein Servo steuern und. Aber einmal habe ich also hier eine Möglichkeit, über das Hebelchen hier kann ich zum Beispiel das Batterieladegerät einschalten. Damit lädt er mit richtig viel Leistung. Um die 80 Ampere werden die Batterien, wenn ihr auf dem Campingplatz steht, mit dem Landstrom angeschlossen. Ich kann aber auch hier den Wechselrichter einschalten. Das heißt, und jetzt kommt genau das, der Begriff Landstromerkennung. Das heißt, hier sind alle Originalsteckdosen, die hier in dem Fahrzeug von Carthago eingebaut sind, laufen jetzt über den Wechselrichter. Das heißt, wenn ihr auf der grünen Wiese steht, habt ihr jetzt original auf allen Steckdosen 230 Volt. Und wenn ihr jetzt auf den Campingplatz geht und steckt von außen Landstrom an, dann erkennt der Wechselrichter das und speist diesen Landstrom direkt durch an die Steckdosen. Das ist die Landstromerkennung. So, jetzt haben wir aber noch eine Landstrombegrenzung mit hier drin. Und das ist zum Beispiel ein Thema. Ihr seid jetzt als Beispiel in Griechenland oder in Italien auf einem Campingplatz, der nur eine sehr kleine Absicherung hat, zum Beispiel nur 4 Ampere. Und ihr wollt jetzt die Klimaanlage laufen lassen, die mehr Strom zieht. Dann könnt ihr hingehen, über das Rädchen hier das einstellen und könnt sagen, er nimmt jetzt zum Beispiel 4 Ampere aus dem Netz mit heraus und die restlichen 2 Ampere, die gebraucht werden, um die Klimaanlage noch zu betreiben, die holt dann der Wechselrichter aus den Batterien mit heraus.
Und das ist halt der große Vorteil an dem Victron Multiplus, dass der das alles miteinander kombinieren kann. Hier seht ihr den Router von der Firma Selfsat. Das ist ein 5G-Router, der letztendlich ein Teltronica-Router ist, der aber mit einer Software von Selfsat ausgestattet ist. Und das war auch der Grund, warum der Kunde den hier haben wollte, speziell. Ich werde demnächst noch mal ein Video über Internetantennen bringen. Aus meiner Sicht sind, wenn man ein paar Eckdaten sich vorher anschaut, keine großen Unterschiede mehr bei den namhaften Internetantennenhersteller. Aber genau über diese paar Eckdaten, die man sich vorher anschauen sollte, werde ich noch mal ein separates Video machen. Und ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, ruft an, meldet euch.